Ich bin Emilia. Und ich bin Jakob. Und wir studieren im 6. Semester Elektrotechnik mit der Vertiefungsrichtung Automatisierungstechnik. Um einen Fahrraddiebstahl zu vermeiden, haben wir in unserer Projektarbeit ein Fahrrad-Anti-Diebstahl-System entwickelt. Mithilfe eines Mikrocontrollers, verschiedenen Modulen und einer Handy-App wollen wir unsere wunderbaren geparkten Fahrräder sicherer machen. Und wie das aussieht, zeigen wir euch jetzt. Herzstück des Geräts ist der Mikrocontroller Arduino Pro Mini. An diesen sind verschiedene Module eingebaut. Ein GPS-Modul, ein SMS-Modul, ein Bluetooth-Modul, ein Erschütterungssensor und ein Lautsprecher. Mit dem Bluetooth-Modul kann der Arduino Pro Mini mit unserer Handy-App kommunizieren. Über SMS kann er die aktuellen GPS-Daten aus dem GPS-Modul an das Handy weiterleiten, damit es in der App angezeigt werden kann. Durch unsere selbstentwickelte Handy-App wird das Handy mit dem Bluetooth-Modul von unserem Mikrocontroller verbunden. Nachdem erfolgreich eine Verbindung aufgebaut wurde, kann der Diebstahlschutz aktiviert bzw. deaktiviert werden. In der App wird außerdem immer der aktuelle Standort von einem selber angezeigt. Sobald im aktivierten Zustand der Erschütterungssensor ausgelöst wird, wird der Nutzer informiert. Außerdem wird für 30 Sekunden ein Alarmton am Fahrrad abgespielt. So kann ein möglicher Dieb vielleicht noch abgeschreckt werden. Mit der Handy-App kann nun das Fahrrad geortet werden, sodass eine gute Chance besteht, es später wiederzufinden. Dies ist möglich, da der Mikrocontroller in regelmäßigen Abständen seine Position an die Handy-App übermittelt. Dieses Projekt selbst ausgewählt, da wir ein alltägliches Problem lösen und dabei unser Wissen der Elektro- und Informationstechnik in die Praxis umsetzen wollten. Das war zum Beispiel die Android-App-Entwicklung oder die Kommunikation des Mikrocontrollers mit den Modulen. Es hat Spaß gemacht, so viele Freiheiten in einem Projekt zu haben und dieses Projekt wirklich von Anfang bis Ende, von Planung über Implementierung bis hin zur Erprobung durchzuführen.